Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna hier ist Tilly. Kennst du noch Miss Tilly? Ja. Mit Palmolive-Werbung. Sie baden gerade ihre. Nee, was für ein Ding? Palmolive. Ja, ne? Sie baden gerade ihre Hände drin. Ja. Tilly und ich bin der Sashi. Und wir haben heute den 24. November. Und am 24. November haben wir auch wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Und das ist Hartmut Engler. Kennst du? Der Sänger von Pur. Der Sänger von Pur, ja. Findest du Pur gut? Nein. Schön. Also das erste Mal, dass du mir einigermaßen sympathisch bist. Komm mit mir ins Abenteuerland. Hey, wieso weißt du das denn? Ich bin mit... Lena! Ja, ich bin mit Bayern 1 aufgewachsen. Echt? Ja. Ja, ich kenne das leider auch. Ich hatte mal so ein Kumpel gehabt, ganz früher, der hat im Auto immer Pur gehört. Und der hatte ein Auto und ich hatte damals kein Auto. Und er hat mich immer abgeholt und wir haben immer OKF gemacht. Weißt du, was ist? Nein. Ortskontrollfahrten. Und dann haben wir immer bei den OKFs Pur gehört. Das ist sicher saugut angekommen bei den Mädels. Damals hatte er schon einen CD-Player im Auto. Das war so ein CD-Player, der irgendwie mit so einer... Walkman. Der hat dann so auf der Ablage gelegen und der hatte dann so einen Stecker und der Stecker war verbunden mit einer Kassette. Mit einer Kassette, die ins Tape-Deck und die ins Tape-Deck eingelegt worden ist. Genau. Und dann konnten wir CD hören. Und der hat halt pur CDs gehabt. Pure Kacke, egal. Naja, am 24. November hatten wir aber noch was anderes hier. Du bist ja jetzt am Drücker. Ja, wo sind all die Indianer hin, ne? Wie, was? Ja. Das ist einfach ein Pur-Song. Ja, ist ja klar. Also, 1977 war es, da wurde Spanien als 20. Staat in den Europarat aufgenommen. 1977, 20. Mitgliedstaat, Europarat. Euer Fakt für heute. Ja, ich habe auch einen Fakt des Tages. Ja, Fakt des Tages. Du guckst immer so bescheuert, wenn ich Fakt des... Mach nochmal. Ja, echt total doof. Fakt des Tages ist, Kühe haben keinen Schließmuskel und würden, wenn sie ins Wasser gehen würden, direkt volllaufen. Also weißt du, das Wasser als... Hinten rein als... Und dann würden sie volllaufen und würden wahrscheinlich verenden. Weil sie keine Schließmuskel haben. Ja, ich bin mit meinen Gedanken wieder woanders. Wo denn? Ich habe das jetzt gerade wieder in Relation zu manchen Menschen gesehen. Wieso? Menschen haben ja einen Schließmuskel. Ja, aber wie wäre es, wenn sie keinen hätten? Ja, dann würden die auch volllaufen. Und? Vor allem würden sie ständig auslaufen. Ja, bei der Kuh ist ja die Öffnung ganz weit oben. Naja, ist egal, wo die Öffnung ist. Und die pressen den Kuhfladen halt so raus. Bei manchen Menschen ist auch die Öffnung ganz weit oben. Da kommt auch nur Scheiß raus. Ja, am 24. November haben wir jetzt ganz viel gelernt. Schließmuskel. Mhm. Und was wir einen haben? Herr Hartmut Engler von Pur hat Geburtstag. Haben wir schon gesagt, Happy Birthday. Egal. Und was war das andere noch? Achso, Spanien wurde 20. Mitglied des Europarats. Ja, was weiß ich nicht. 1977. Mhm. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist der 25. November. Bis dahin, Cheerio, Miss Sophie.